Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Operation Tango zusammen mit dem Yannick von Akadari. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hoffentlich ist das jetzt nicht so schlimm wie das gerade eben. Obwohl, das mit dem Zug, das fand ich auch extrem. Das war so mega schwer. Die ansteigende Schwierigkeit ist halt immer mehr, ne? Ich glaube, Sven wäre schon geragequittet, oder? Ja, klar. Dann wären wir noch im Zug. Gut, das war die drückeffektliche Zahl. Guck mal, dann sind wir doch das Stream-Team. Haben nur 10.000 Mal das mit dem Port verkackt. So ist unser Job hier. Ich bin so froh, ich bin jetzt der Hacker. Jetzt muss ich wieder weniger machen. Sagst du jetzt? Wer weiß? Ich habe nur den Geheimdienst vor mir. Nein, das. Oh Gott, habe ich viel zur Auswahl. Ich habe Belüftung. Gadgets. Was kann ich machen? Ich habe Beweisdatenbank, Hausmeisterei, Belüftungssystem und zwei andere Dinger, die noch verschlossen sind. Ich warte mal auf dich, ne? Wofür brauchst du Hilfe? Oh, das Spiel wieder. Ja, darin sind wir ja mittlerweile Meister. Ja, das ist gar kein Problem. Oh, die Wände bewegen sich, Yannick. Das ist schon zu schwer für mich. Ja, noch nicht. Erst ab jetzt. Welchen Schwierigkeitsgrad hat das Spiel nochmal insgesamt? Für kleine Kinder, habe ich gehört. Oh, da war eine Wand. Ja. Wir werden nach links gezogen, Yannick. Das war zu schnell. Ja. Nein. Oh, kann sein, dass wir da ein bisschen warten müssen. Bestimmt. Dass der, ja genau, warten wir, bis er zurückkommt und jetzt durch. Ja, nicht so schnell durch. So, jetzt hier ein bisschen warten. Mhm. Und jetzt durch. Mhm. Oh. Ja. Yeah. Hilfe! Was? Sehr gut! Wahrscheinlich, das war nice. Warum ging das jetzt leicht? Das ist das dritte! Das war gut, So, was habe ich jetzt freigeschaltet? Ich sehe es nicht. IP-Adresse, kann ich dir jetzt sagen. Von Einlassscanners. Ist das eine Viererzahl? Ne, das ist 3, 3, 3, 3, 3. Also, ne? 12. Ja, ich muss erstmal gucken. Ich habe hier so viel zum reinhacken. Okay. Ich hab allein, wenn ich auf Hausmeisterei gehe, zwei Bereiche und daraufhin nochmal zwei Bereiche. Ich kann dir auch den Hausmeister-Dienstplan sagen, ja. Ich habe beim Einlassscanner eine IP-Adresse, die ich brauche. Ja, genau. Bei der Hausmeisterei. Na, ja, kann ich dir sagen. Dann sag mir die mal. 033. 033. 373. 373. Ja, ich habe zwei eingegeben. 3. Ja, weiter. Ja. Okay, 298. 298. 253. 253. Ey, ich sehe den Aufzug. Mhm. Du musst da rein, dann kann ich den Scan starten. Hier ist auch ein Hausmeister-Dienstplan, davon brauchst du nichts, oder? Hausmeister-Dienstplan, doch, dafür hatte ich gerade. Liste der Hausmeister. Hausmeister dürfen 2 Stunden vor Arbeitsbeginn die Sicherheitskontrolle passieren. Wen davon gebe ich dir? 13.04 Uhr. Ja, den wirst du doch bestimmt haben. Das ist ja die, die du haben willst, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, ich hätte dir einen sagen müssen. Ja, ich mach jetzt mal ja, mal gucken, ob der passt. Ich glaube, das darf man sich selbst aussuchen. Also, das war der einzige alte Mann, den ich hier gesehen habe. Ja, 15 Uhr, was haben wir denn? Mittwoch. Ne, der passt nicht. Da kannst du mir irgendein Bild beschreiben. Ich brauch Paulina. Du brauchst eine Frau. Ich habe eine Magdalena, ja. Muniz. Lydia. Paulina Arguayo. Ja, wo habe ich noch eine Frau? Ah, hab sie. Jo. So.
Alles klar. Zugangspunkte, Einlassscanner. Was geht da? Du hast gerade gescannt. Ja. Oh, ignorieren. Ich hätte den Sicherheitsdienst auch widerrufen können. Jetzt muss ich eine Karte finden. Ich habe eine Beweisdatenbank und ein Belüftungssystem. Da ist eine Karte. Seid ihr böse? Ja, wahrscheinlich. Ich kann dir eine Karte schicken. Mhm. Gebäudekarte. Wo soll ich einen Laser deaktivieren? Lasersteuerung, ja. Okay, entsperren. Lasersysteme, bräuchte ich eine vierstellige Zahl. Luftschacht, Saugroboter, Stabilisierungspanel, Sicherheitssysteme, denke ich mal. Ich kann dir auch ein Stabilisierungspanel wiedergeben. Oh Gott! Das ist, glaube ich, das, der Raum, wo wir hier Rage quitten. Ja, dann gib mir mal. Was brauchst du? Ich hab den Energieauflader vollständig geladen. Brauchst du einen Tensor oder so? Velozitätstensor? Hilft dir das? Was für ein Ding? Okay. Druckventile kann ich machen, Dichtefaktor. Ich hab Saugroboter. Oh, ich kann die Saugroboter hacken. Ja, da kannst du hier irgendwie durch mit den Robotern. Oh, ich kann mit denen richtig rumdüsen. Hallo? Da laufen Leute durch. Warte mal, wo warst du? War doch gerade in deinem Gesicht, oder nicht? Da muss ich den Weg sein, oder? Also ich sehe die Leute. Ja, okay. Okay, okay. Hast du gerade gelesen, okay, was da stand? Ja, du hast an dem Bein, das Bein gebrochen. Wie du gegen ihn gefahren bist. Da stellt sich aber jemand jetzt an. Okay, also die Roboter habe ich auf jeden Fall jetzt beide gehackt. Mhm. Ich muss ja den Weg beschreiben dann. Also wie du fahren musst, ich weiß nicht, wie du genau bist. Jetzt kannst du auf jeden Fall gerade durch. Wo bist du? Wo muss ich denn lang? Da lang wahrscheinlich. Da, wo du gerade den Typen das Bein gebrochen hast. Der hat mein Sandwich geklaut, ich konnte nicht anders. Ich kann die Geschwindigkeit von dem Ding auch einstellen, ist das Ding. Okay. Und dann musst du, genau, da musst du lang. Und dann rechts am Ende. Bin ich. Da ist verschlossen. Okay. Wartungstool kann ich machen. Und da sind mega viele Laser, wenn ich das richtig sehe. Wartungstool herunterladen, ja, natürlich. Schienträger. Okay, Zugangstor. Ich kann das öffnen, ja. Ich sehe Laser, die machen mir Angst. Ich fahre hier ein bisschen langs. Oh. Du warst schon im Laser, okay. Okay, wir müssen erst die Laser ausschalten. Das heißt, Sicherheitssysteme, Laserraum. Ausschalten geht nicht, aber ich kann Träger bewegen. Alles klar, ich mach auf. Kann da eine Kamera steuern? Nein, du musst mit dem Roboter rein. Muss er den Weg machen, quasi. Okay, erstmal mit dem Roboter. Oh, der eine ist schon da. Warte mal, ich bewege den. Ich lass den zweiten mal hier. Weil ich da oben noch irgendwas machen muss. Okay, ich bewege mich langsam. Ja. Ich kann die Geschwindigkeit auch ein bisschen höher machen. Nee, das passt schon. Alles gut. Wird aber gut, dass du anhalten kannst. So, ich mach die nächste frei. Naja, mehr oder weniger. Ja, hab den nächsten auch frei. Ja. Genau. Und dann musst du runter. Genau. Ich seh dich da oben. Dann nach rechts. Also von dir aus rechts. Hallo. Genau. Na, was geht? Okay. Das ist so ein spannendes Spiel. So, jetzt wurde ich zu hier. Kann ich jetzt durchrasen? Nee.
Ja, fast geschafft. Also ich hab mit einem schweren Spiel gerechnet, aber ich habe nicht mit so einem extrem schweren Spiel gerechnet. Das ist, glaube ich, eines der schwersten Spiele, was ich bisher gespielt habe. Soll ich jetzt hier einfach runterspringen? Oder wie? Warte. Das kannst du wahrscheinlich nicht, ne? Ciao! Okay, ich muss. Ich darf nicht da runterspringen. Warte mal, muss ich vielleicht irgendwas erstmal mit dem Luftschacht machen? Hauptschacht. Ach, habe ich noch gar nicht zur Verfügung. Ah, ich wurde in diesem Kasten hier zwischengespeichert. Aber keine Ahnung, was ich danach da vorne machen soll. Ah, okay, ja, okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Okay, ich muss hier mal wieder da durchbringen. Okay, ja, ich glaube, ich hab's verstanden. Okay, und du darfst wieder weiterfahren. Ich fahre los. Also ich kann den halt eigenständig steuern und auch die Geschwindigkeit einstellen, das finde ich so schön. Mhm. So, sehr gut. Und sag dir, wann du Stopp machen musst. Stopp. Und jetzt musst du quasi mich angucken und runterfahren. Okay. Ja. Quick, go to the stabilization panel to prevent an alarm. Okay, ich muss zum Stabilisierungspegel. Wo ist der? Nee. Achso, der darf danach nicht mehr entdeckt werden. Stabilisierungspedal. Okay. Was soll ich machen? Ich habe hier so viel, was ich machen soll. Stoßaktivator, Überladungskontrolle. Kann ich was machen, Mann? Was soll ich machen, Spiel? Aktiviert. Ich habe hier so viel, was ich machen soll und ich verstehe nicht, was. Kannst du mir irgendwelche Infos geben, die ich vielleicht gebrauchen kann? Gerade nicht. Sag mal, was dir helfen könnte? Ich muss auf Partner warten für das Stabilisierungspanel. Wo ist er wieder dran oder so? Nee. Hä? Auch stehen in der Aufgabe Stabilisierungspanel habe ich und muss dann da auf dich warten. Also ich sollte zurücklaufen. Okay, jetzt bin ich richtig gespawnt. Okay. Ja. Muss auf dich erstmal warten. Aktivieren. Okay. So, was soll ich machen? Partikelbeschleuniger aus. Wo ist Partikelbeschleuniger? Partikelbeschleuniger aus. Okay, aus. Achso, ja. Das ist nichts, was ich machen soll. Ich sehe nur die Aufgabe und einer von uns muss die dann machen, oder wie? Stoßaktivator aus. Hab ich? Mhm. Zwei Tropfen zum Wasserstoffverteiler hinzufügen. Okay, Anschluss rot einstecken. Auf der Überladungskontrolle ein C auswählen. Ja, das ist bei mir. Partikelbeschleuniger ein. Achso. Auf hydraulisch. Muss den Partikelbeschleuniger einschalten. Wo ist hydraulisch? Hydraulisch? Achso, okay, sehr gut. Energieauflader laden. Deaktiviere das G2-Ventil. Wir haben das eine gerade verkackt. Wir dürfen nur dreimal verkacken. G2 ist aus. Partikelbeschleuniger ein. Energieauflader laden. Anschluss blau einstecken. Du musst Partikelbeschleuniger einschalten. Ja. Was ist mein Job? 10. Ist durch. Fertig. So, jetzt müssen wir das für den Laser wiederholen, sagte die Frau. Ja. Na, wo ist denn das? Hier, musst du da gleich durch? Hast du da einen vierstelligen Code für mich? Um wo genau? Um das hier zu entsperren? Ich muss, um da reinzukommen, brauche ich vier Zahlen, Lasersysteme quasi entsperren. Vielleicht muss auch mit einem Roboter erst durch. Kann auch sein. Ja, ich habe nur noch einen. Der andere ist ja gerade gestorben.
Genau, der hier ist ja für die Laser-Dings. So, wo soll ich... Mann, ist das Bild für den Roboter schlecht. Ich mach den mal ein bisschen langsamer. Gucke mich gerade mit dem Roboter um, aber was Interessantes sehe ich gerade nicht. Also ich glaube, der Roboter ist falsch. Wiederhole das jetzt für den Laser, der den Zugang zum Schacht blockiert. Okay, genau so weit wie gerade. So, jetzt müssen wir gucken, was wir falsch gemacht haben. Genau. So, jetzt also, diesmal habe ich den anderen Roboter da, wo er auch hingehört. Genau. Ich glaube, ich habe den einfach irgendwie irgendwo hingepackt, wo er nicht hin sollte. Mhm. Genau, du musst da wieder rein. Nein, ich kann dir nicht die Beine brechen. Na, du? Na? Voll krass! Verdammt! Wo muss ich rein? Ja, wieder hier rein. War schon richtig. Und dann bei der Tür. Oh, hier sind so viele meiner Freunde. Hallo? Na? Muss ich jetzt hier irgendeinen Code an der Wand lesen? Irgendwie da ist er. Ah, hier steht ein Code. 2277. Also wir haben gerade irgendwie einfach nur den Roboter weggepackt. Das war das Problem. Ja, ich weiß ja nicht mal, wie ich es gemacht habe. So, ja, so weit war ich noch nie. Ich kann da nicht hoch. Wahrscheinlich muss ich zu den Lasern zurück. Ja. Ich fahr schon mal. Na, ich hab eben was mal probieren. Sicherheitssysteme. Laserraum. Ich glaube, jetzt ist mein Job hier die... Ah, ich sehe es schon. Ja, lauf geradeaus. Drei geradeaus. Stopp. Mhm. Guck mal nach links. Mhm. Ja, vier. Geh bis zur Wand. Mhm. Zwei nach unten. Ja. Nein. Also da, in die Richtung zwei. Einen in die Richtung, wo du gerade guckst. Mhm. Dann wieder einen nach unten. Ja. Jetzt bis zur Wand. Andere Wand. Okay. Boah. So, jetzt kannst du... Drei nach unten gehen. Eins, zwei, drei. Und drei wieder zur anderen Wand. Eins, zwei, drei. Jetzt kannst du einfach durchlaufen. Ja, ist klar, gar kein Problem. Schloss knacken. Sehe ich nicht. Da muss ich nicht helfen, ne? Verbindung anfordern. Ich muss helfen, verdammt. Virtuell Dietrich wird geladen. Oh Gott. Das Spiel kennen wir ja schon, ne? So, zuerst mal... Ach, den kann ich nicht einklemmen, aber... Warte, zieh erstmal den hier hoch, dann kann ich den einen einklemmen. Mhm. So, jetzt halte ich den so, jetzt zieh den anderen runter. So, den kann ich jetzt einklemmen. Was mache ich mit dem? Einfach, dass du durch kannst. Okay, lauf. Und dann muss ich... Ach, ich muss laufen. Du musst, ja. Sehr gut. Next. So... Okay, ich habe den Schlüssel. Warte mal, ich habe nur den hier zur Verfügung. Okay, ich muss den hier hinsetzen und jetzt schnell durch. Okay. Mhm. Zwei haben wir, einer ist noch. Ja. Okay. Wir müssen, glaube ich, beide einen durchkriegen. Nee, du musst einen durchkriegen. Ich hab beide gleichzeitig, das ist das Problem. Lol, okay. Ja, ditto. Ich glaube nicht, dass du den festsetzen kannst. Ja, was bringt der denn? Aber warte, doch, zieh den runter. Damit sich der ändert. Ja. Lauf! Jetzt hätte er so ganz leicht die Kante berühren müssen, ne? Wäre typisch gewesen. Okay, ich kann großen roten Knopf drücken. Immer gut, ne? Oh, wieder Stabilisierungspanel. Okay, kann ich so zurücklaufen? Ich glaube, du musst zurücklaufen. Ja, du musst zurücklaufen. Wieder mit dem Laser oder ohne? Ich glaube, die Laser sind noch da. Warte. Nee, sieht aus. Was geht jetzt? Ein Glück. Okay, ich warte beim Panel. Wäre jetzt schlimm gewesen, ne? Ja. So 30 Sekunden schnell durch den Laser. Ich wette, wir müssen okay, das mit aktivieren. Dem Panel noch mindestens zweimal machen, ist meine Vermutung.
Ah, ist klar. Drei Tropfen zum Wasserstoffverteiler. Okay, 15 Stück. Stoßkontrolle auf Hydraulik. Anschluss rot einstecken. Stoßkontrolle. Muss Anschluss rot. Okay. Rein damit. Rein. Windmotor 10. Energie auf den Lader muss ich laden. Ich hatte gerade zwei gleichzeitig. Deaktiviere das T3-Ventil. Ja, Stoßaktivator 1. Losrichtung auf nach oben festlegen. Ja, Board Reset drücken. Partikelbeschleuniger aus. Ja. Überladungskontrolle D auswählen. Anschluss blau einstecken. Was, hab ich. Mhm. Wir müssen uns jetzt mal vorstellen, dass Agenten sowas vielleicht täglich vor sich haben. Windmotor 4. Du musst das U3-Ventil aktivieren. Ja. Wirklich, stell dir mal vor, so Nein. richtige Agenten, also jetzt nicht so welche, die im Büro hocken, sondern wirklich auf Mission sind, haben sowas direkt immer vor sich. Ich könnte das im Leben nicht. Vor allem mit dem Zug. Ey, ich hätte das so in verkackt in Real Life. Ach du Kacke! Jetzt muss ich dich... Schneidbrenner? Jetzt einmal die James-Bond-Musik, bitte. Was muss ich schneiden? Da muss ich irgendwas machen. Okay. Ich musste irgendwas mit dem Teil machen, hab's aber zu spät gesehen. Okay, Klappe 1. Okay, da. Ja, okay, I see. Muss ich da durch? Nein, offenbar nicht. Der Partner hat direkt durch eine Metallstange geschnitten. Schneid um sie herum. Ah, okay. Ja, okay, ja, ja. Ich kann dich nur nach links und rechts bewegen. Warte, die Klappe mache ich erstmal auf. Und sag mir, wie ich die steuern muss. Kritische Temperatur erreicht. Das ging so schnell, da konnte ich doch gar nicht reagieren. Ja. Warum hängst du da eigentlich überhaupt von der Decke? Ja, du, weil ich krass bin. Mach mich mal höher. Ich kann dich nicht höher machen. Okay. Kann ich nur nach rechts und links bewegen. Okay. Muss mir sagen, wo ich dich hinbewegen soll. Ja, ich weiß nicht, warum soll man mich bewegen können? Warte, da ist irgendwas mit der Temperatur wieder. Ja, ich warte. So, jetzt kannst du. Ich glaube, wenn du schneidest, dann geht die Temperatur. Mhm. Okay, du kannst wieder ein bisschen. Ja, aber das ist voll doof, so. Na, ich muss wieder warten. Ja, ich sehe es. Du siehst die Warnung also auch. Das ist ja schon mal gut. Ich glaube, du musst da um den Kasten herumschneiden. Ja, jetzt bin ich in der richtigen Höhe. Ja, ich kann die Höhe nicht bestimmen. Ich kann nur bestimmen, wo du bist. Warte, Hitze. Ja, okay. Ich glaube, du musst noch ein bisschen tiefer, oder? Ja. Wie gesagt, ich kann nur bestimmen, wo du bist. Ah, okay. Ja, ja, okay. Ich konzentriere mich jetzt mehr auf die Hitze als auf die Klappe. Wenn die zu nah ist, dann schiebe ich die wieder zurück. Mhm. Ah, okay, ich kann... Kannst du mich jetzt nach rechts noch ein bisschen? Ja. Ich musste gerade kurz die Hitze zurückschieben. Mhm. Perfekt, okay. Das Gute ist, ich kann beides gleichzeitig zum Glück auch machen. So. Da musst du ja dich jetzt irgendwie durchzwingen. Mhm. Bricht ja nicht das Bein, ne? Warum kann ich noch auf Klappe 1 gehen? Jetzt habe ich Klappe 2 als nächstes. Ja, du musst dich hoch und runter lenken. Ich kann das nicht. Aber das passt doch gar nicht. So, ja. Bei mir hast du dir eigentlich den Arm gebrochen. Nee. Warum auch immer die Hitze gerade hochging. So, da ist dein nächster Schatz vor dir. Mhm. Knack den Tresor. Nice. Oh. Winken. Janine, du sollst winken. Da fahrst mit dem Bein. Ich dreh mich schon mal so. Du bist da noch. Bleib am besten ganz oben. Du musst da nicht erstmal nach unten. Du musst drei Dinger überstehen. Und ich muss dich da durchlenken.
So, mittig. Red ich. Schneller Wollt. Geht! Siehst du die Laser? Überhaupt? Ja. Muss ein bisschen runter. Ja. So, jetzt aktivieren sich die Laser. Okay. Ich kann dich nur an die richtige Position bringen, den Rest musst du selber machen. Ist nur so. Ich glaube, jetzt wird, kommt das wieder so seit. Okay, direkt handeln, ja. Predicten. Predicten, ja. Perfekt. Hast du. Okay, jetzt kommt die Klappe wieder. Glaube ich. Ja. Ja. Knapp. Nach der Klappe muss ich nochmal aufs Klo. Du weißt ja, wie du schweißt. Ick, Hitze. Ja, 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 ich hab was im Blick. Du bist, glaube ich, so nah. Du hast eine Metallstange geschnitten, die durch. Bei mir sind die bei dir rot? Ja. Diese Metallstangen da sind rot. Welche? Die ist rot. Die ist rot. Ganz? Komplett? Bis zu einem gewissen Punkt. Ich sehe die nämlich nicht, wo die rot sind. Da ist es noch rot. Ich geh weiter. Da ist nicht mehr rot. Okay. Ja, noch ein bisschen weiter unten. Unten? Da kannst du schneiden. Okay. Die kannst du einfach schneiden, die ist nicht rot. Okay. Warte, ich muss erstmal Hitze wieder runter machen. So, geh ein bisschen näher an den Kasten ran, den inneren. Bei dem nächsten. Nee, ich meinte näher halt von innen. Mit dem Laser. Du sollst nicht in den Kasten reingehen, du sollst nur mit dem Laser. Genau auf der Höhe, wo du gerade warst, nur musst du die nächste Stange schneiden. Okay. So, und da jetzt einfach ganz außen beim nächsten. Ganz außen. Kannst du mich da ein bisschen nach links schieben? Nice. Okay. Ganz außen. Die nächste kannst du einfach schneiden. Okay. Außen. Warte, ich muss Hitze erst runter machen. So, jetzt. Außen, ja. Komplett innen. Du musst ganz am Ende machen. Und die nächste einfach schneiden. Ah, ist klar. Hey, mit dir, Agent Yannick. Jetzt einmal gegen die Wand. Einfach gegen die Wand klatschen. Ziel zu weit entfernt. Jetzt sehe ich nichts mehr. Okay. Aber noch lange nicht so schlimm wie das im vorherigen Level, ne? Jetzt kommt Detective-Arbeit, danke für die Aussage. Muss ein Smartphone mit Hilfe der Datenbank entdecken. Also ich denke mal, Belüftungssystem brauche ich nicht mehr. Zugangscode kann ich dir wieder geben. Oh ja, für die Beweisdatenbank, ne? 4630. 4630. Was brauchst du? Entsperre Cypher Smartphone mit Hilfe der Datenbank. Ich habe eine Kameraaufnahme. Referenz IDEX. Ich suche gerade nach Videobeweisen. IDEX. Verdächtige. Bürgerlicher Name ist bei dem unbekannt. Das ist genau das Zimmer, was ich gerade eben gesehen habe. Am Ende Daten vom Handy 7615. 7615 haben wir hier. Für das Handy. Naja. Die Verdächtige und die Index, siehst du die auch? Identität des Verdächtigen, Cypher. Ich sehe halt, die Anmeldedaten sind 7615. Ansonsten sehe ich nichts auf dem Video. Okay, du hast ein Video. Weil ich kann zum Beispiel jetzt noch Verdächtige sehen. Und dann, was für Gegenstand die haben, also Name, Geschlecht, Straftatcode und Gegenstände. Straftatcode habe ich hier stehen. Okay. Brauche ich einen Code.
Achso, du brauchst. Ich musste quasi einen den Straftatcode. Ja, das sind geben. Drei Buchstaben. Hm, genau. Was ist denn Quacking? Das sind jetzt nämlich ganz viele Leute. Referenzindex. Kannst du mir irgendwie WY, also so zwei Buchstaben und drei Zahlen geben oder so? Also nee, das habe ich zum Beispiel. Ich brauche drei Buchstaben. Geh mal auf komplizierte Gegenstände. Brauchst du irgendwas Bestimmtes? Ich habe hier eine gigantische Liste. Ja, Dito. Deswegen. Ich weiß noch nicht was. Ich weiß mit der Datenbank. Was müssen wir hier haben? Kameraaufnahmen gucke ich mir auch mal an. Studiert und du mal kurz die Aufnahmen, ich gehe so lange auf die Toilette. Dann kann er mir hierzu was geben und dann kann ich nicht. So, ich bin wieder da. Okay. Während ich auf dem Klo war, habe ich mal gegoogelt, wie viele Missionen es gibt. Es gibt 6 Missionen, das heißt, wir sind eigentlich fast durch. Hm. So, ich brauche entweder einen Straftatcode oder irgendein Beweismittel. Todgreifer, ich kann dir eine 8-stellige Nummer geben. Eine Seriennummer. Ich habe hier nur 3-stellige Dinger. Okay. Hast du irgendeine Art der Straftat? Also ich habe ganz viele Straftaten. Das ist das Problem. Ich habe hier eine Datenbank voll mit Straftaten. Kannst du mir sagen, welche? Weil ich kann danach sortieren. Fälschung, Erpressung, Kredit, Betrug, Cyberterrorismus, Cyberidentitätsdiebstahl. Das ist alles verschiedene Referenzindexe. Fälschungen habe ich jetzt mal angeklickt. Da passiert nichts. Hm. Also was haben wir sonst noch? Ja, alles. Ich habe alle. Ich glaube nicht. Hier gibt sehr viel. Ja. Gibt eine Straftat für zur Waffe umgeweitete Drohnen. Hm. Das ist also, in meiner Kameraaufnahme, die ich habe, sehe ich die Handfeuerwaffe von Cypher. Das ist halt eine 8-stellige Nummer. Ach, warte mal, sag mir, welche Handfeuerwaffe das ist. Davon brauche ich die Nummer. Ja, 13? Warte mal, ich sortiere nach Seriennummer. 13 habe ich 2 hier. Dann 66? Habe ich. Ich habe die Handfeuerwaffe 13, 66, 34, 37. Genau. Okay. Das ist das, was ich habe. Das habe ich jetzt angeklickt. Mhm. Aber irgendwie passiert hier nichts. Aber wir haben doch hier die Straftat. Er hat doch mit der Waffe, glaube ich, dann auf den gezielt, oder? Ja. Das muss doch dann irgendwas mit Bedrohung sein. Art der Straftat. Also kannst du es jetzt eingeben und ist nichts passiert? Ich habe auf das drauf gedrückt, da passierte nichts. Okay. Hattest du auch eine Video-Dingens, oder nicht? Ich könnte mir Körperverletzung vorstellen dann. Passiert auch nichts. Ich kann ja halt nur die Dinge anklicken. Ich weiß nicht, was auf deinem Bildschirm ist. Ja, sehr viel. Du hattest auch so ein Video, oder? Ja. Was war da so? Also ich kann ja mal gucken. Er hat halt mit seinem Handy irgendwas gemacht. Mhm. Und hat jemanden angerufen, offenbar. Okay. Und er redet mit irgendeinem Typen, aber mehr sehe ich nicht. Okay, also keine Infos, wie der Typ heißt oder sonst irgendwas zum Beispiel. Identität des Verdächtigen ist Cypher. Mhm. Aber das wissen wir ja schon. Weil am Ende von meiner Aufnahme hatte ich zum Beispiel ist da noch so ein Fenster aufgeploppt mit der Seriennummer von der Handfeuerwaffe. Ja, und die habe ich ja. Ja, genau. Jetzt hat die Referenzindex CEV125 Fach 48. Wahrscheinlich musst du die Handfeuerwaffe holen. Falls du das kannst. Nochmal. Index? Was? Indexnummer CV125. CV, warte. Ja, CV125. Marino Waffenbesitz. Genau. Fach 48. Fach 48 steht bei mir. 848. Marino Waffenbesitz.
Also das kann ich dir nicht sagen. Das ist die einzige Handfeuerwaffe, die ich hier habe auf 13. Mhm. Hast du das Ding jetzt geholt, oder? Nee, aber ich konnte zumindest jetzt, wusste ich zumindest jetzt hier, welcher Marino 28. Juli 2031 Waffen besitzt. Das kann ich dir jetzt zum Beispiel jetzt sagen. Art der Straftat? Waffenbesitz. Habe ich das hier überhaupt? Ja. Ja. Da steht bei mir SMR. Warte. SMR Straftatcode. Okay. SMR. Okay, SMR habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Was ist die Schlüsselnummer? Oder was kannst du mir geben? 7615 kann ich dir geben. 7615. Mann! Ich frag doch nicht, Mann. Endlich! Wir haben aneinander vorbeigeredet. Ja! Eine Mission haben wir noch vor uns, Janik, dann haben wir es geschafft. Alter! Mann! Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part zur Operation Tango. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da, um mich zu unterstützen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!